Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Heidelbecks, ich habe gerade mein Mikro gerichtet, aber hab niemand gemerkt, oder? Gut. In der letzten Folge haben wir die Arena zu Linz abgeschlossen. Habe ich das gerade gesagt? Nee, ne? Gut. Und wir sind jetzt auf hier. Auf dem Weg zum tiefen Weltraum. Kampfstufe 6. Geil. Ich habe offscreen mal was gemacht und zwar habe ich die Kommandobretter hier soweit gespielt, die ich machen konnte, und ja, durch einige Kommandobretter kann man einige Sachen bekommen, wie zum Beispiel Multifokus-Kommandos, zum Beispiel Ragnarok oder Kometenschauer. Deswegen habe ich jetzt hier schon zwei neue. Oh, geil, ne? Jeder Charakter kann, glaube ich, so zwei oder drei Dinger bekommen bei bestimmten Brettern. Ich will die nicht onscreen machen, weil es ist wie Monopoly halt, nur also nicht ein bisschen nerviger. In dem Sinne, ja. Mehr habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Doch, ich habe viel gemacht. Ich habe einige Kommandos gemacht, genau. Da sollte ich vielleicht mal ein paar herstellen. Was bräuchten wir denn ja alles? Ich weiß natürlich hier nichts auswendig. Gewitter, Eiszeit, Pyromanie und Gewitter. Könnten wir zum Beispiel mal fusionieren irgendwie, wenn ich ein paar Feuer- und Blitzdinger habe. Eisdinger meine ich. Nee, doch Eis habe ich, ne? Lass noch mal nachgucken. Pff. So, Eiszeit habe ich, gut. Das Feuer und Blitz kann ich wie blöde hier fusionieren. Erstmal gucken wir natürlich hier, ob wir was Neues herstellen können. Zum Beispiel hier. Feuer, Pyromanie. Feuerfest. Mal so viele Sachen wie möglich herstellen, weil ich möchte neue Sachen haben. Schwert von Glücks, Dingenskirchen, Glücksklinge. Nochmal Glückspilz, sehr gut. Habe ich, glaube ich, noch nicht so viele. Na, Feuersturmlauf und Blitzer. Ruhen anziehen. Maximal LP. Zerität ausgezeichnet. Haben wir auch noch nicht gehabt. Dann nochmal Schwertwurf, Blitzwurf oder irgendwie sowas. Anzahl der Komboschläge erhöhen. Nö. Bestimmte Angriffe erhöhen. Kraftzahl. Abschlussmeister, weiß ich gar nicht, ob ich das schon habe. So voll, sag ich mal. Mal noch mehr Sachen. Schwertwurf und Blitz raten wir nicht gerade. Aber das hier Blitzableiter. Aus irgendeinem Grund bekommen wir Schutzdinger, wenn wir ein Leuchtkristall verwenden, obwohl er ja eigentlich, also da ist irgendwie ja Schaden zu erhöhen. Also Zeitkristall. Nein, ich habe schon genug Magie erst. Mal von unten an. Giftklinge, daraus wird Glücksklinge, ne? Also, Kombo-Schläge, Luftkombo plus. Viel Glücksklinge. So viel will ich gar nicht haben, eigentlich gesagt. So, da lernen wir schon wieder eine los, ausgezeichnet. Abschlussmeister schon wieder. Schwertfall, ich bekomme nur doppelte Sachen. Dreck. Drei Fähigkeiten hier. Fesselschlag, so. Komm, Leuchtkristall. Gewitter ist, glaube ich, gut. Ich glaube nicht so. Vita und Vita natürlich. Da mal ein Leuchtkristall reinballern, damit meine Heilzauber stärker werden, vielleicht. Heilkunst, ja. Und nee, ich habe noch keinen mehr. Verdammt, wir haben schon wieder alle weg. Frost habe ich. Was war jetzt Magias? Ja, das habe ich gerade schon. Mann. So, da haben wir Glückspilz. Da haben wir Abschlussmeister. Feuerfest. HP, ja. Aber nicht viel Magie im Moment. Ich sagen, wir rüsten uns mal aus. Ich glaube, ich habe auch schon was anderes bekommen. Ja, nee, okay. Weil es gibt ja auch einige optionale Sachen, die man ja machen kann. Okay, dann nehmen wir einen Heldenemblem so lange, weil meine Magie ist für einen Eimer gerade. Ich habe nicht viele Magie ausgerüstet, sagen wir mal so. Gut. Ja. Ist gut so, ne? Gut. Dann gehen wir da rein. Wenn euch die Band übrigens gefällt, ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen, dass ich dieses diese Menüorganisation ja so richtig geil diesen Part vorbereitet hat. Und ja. Wir sind im tiefen Weltraum.
Wir müssten, glaube ich, vor wenn hier sein, ne? Ich glaube, Stitch hatte 626 hatte Aqua auch schon getroffen, glaube ich. Ja. Oi. Is there any world they haven't found? Vor allem Welt, wir sind ja auf dem Raumschiff. Wir haben komische Bedeutungen für Welten. So, so drei Viecher. Was? Aufs Maul? Gucken so provozieren, ne? Ja, ich tue ja auch sehr oft Nahkampf gehen mit. Ach ja, da habe ich auch noch ausgerüstet. Wenn ich mal Geld sammeln will. Wurf. Au. Aber sollte man mit Aqua eigentlich mehr so auf Magie gehen. Aber naja. Man sieht ja, wie ich spiele. Was? Na Geld, uff. Das war Frost eigentlich. Hier, guck ich das mal an. Und ich vergesse es immer. Ach ja. Katakalo habe ich mal freigeschaltet, weil auf dem Kommandobrett kann man Kalo Siegespose treffen. Und ja, wenn man den trifft, schaltet man den als D-Link. Kollege frei. Und das zeigen wir mal mehr oder weniger. Boah. Ich gebe mir so einen Stern, der meinen Namen trägt. Ich frecke gleich. Na. Oh. Na, oh, und da bin ich tot. Oh, wunderschön. Ach Mann. Wir hatten ja auch kein Vita, ehrlich. Ja, guckst du denn so? Hä? Ja. Ah, jetzt weiß ich aber. Ich glaube, durch Siegespose kann man das Ding füllen, ne? Manchmal. Mach das. Ich mach das mal, nachdem ich einen Gegner erledigt habe. Nein, bringt auch nichts. Oh, hier geblieben. Wieso tut sich das nur so langsam auffüllen? Soll nicht wahr sein. Fruchtbombe. Oh. Weiß noch so ein Stern und damit ich glücklich. Oh geil, danke. Geldsegen. Aber warte mal, echt? Kann man bei dem mehr Geld? Sollte ich mir vielleicht überlegen, wenn ich Dings hier diesen einen Abschlusskommando hier hochlevel. Mein Geld sammeln muss wie blöde, so wie den hier. Nein. Auf damit. Ah. Mach mich nicht nochmal kaputt. Oh, ich habe den falschen Knopf. Ach man. Er hat seine HP wiederhergestellt. Auf damit. Auf damit. Auf damit. So. Überraschen. Buff. Ausgezeichnet. Ja, Konterknall konnte ich mir, glaube ich, kaufen. Also wenn ich Viereck drücke und blocke und dann. Kann ich, glaube ich, X drücken und dann mache ich so einen Gegenangriff. Das konnte ich mir kaufen. Mittlerweile. Hey, das Teil kennen wir doch. This looks like the Wayfinders. But how did it get here? Tell me, where did you get that? Lampe auf dem Ding.
Come out, you little trog! Wait! You there! Has Experiment 626 passed through this area? I don't understand. Experiment what? Don't be dense. Dr. Jumbo Jukiba's genetic abomination. 626. Small, blue, vicious. Him? But he didn't look vicious. So you have seen him? Yes. He's in the ventilation system. Blast! He got away again! Hold it right there. Why don't I know you? What section are you from? 626. I'm... trying to stow away, are we? Noch im Harten? Im Passagier 626, so. Oder 007. Warte mal, ist das James Bond? Ja, ne? Ich überleg grad. I said stay close. What is the meaning of this? Captain Gantu, did I not order you to apprehend the fugitives immediately? Yes, and I will have them in custody soon. They'd be locked up already if those wretched monsters were just... I mean, if I hadn't uncovered this potential stowaway. I wasn't trying to sneak on board. My name is Aqua. And those monsters, I followed them here. Please, I can handle this threat. Just give me a chance. Let me show you. The weapon I carry is the only one that can stop them. Our weapons are of no use against them? Is this true? Well, we haven't explored all our options. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. We are fortunate you are here. Herkules und Zack, die konnten auch gegen Unversehrt kämpfen. Macht gar keinen Sinn. Goofy und Donald können auch mit ihren Waffen herzlose erledigen, wenn man nach der Logik gehen. We have a crisis. Jumba and 626 remain at large, and these monsters are obstructing attempts to apprehend them. Or did I mishear your latest excuse as to why you've again failed to carry out your duties, Captain? Will you help us? Of course. Defeating them is my job. It's what I do best, ma'am. Then might I make one other request? Should you happen upon our fugitives, please do whatever you can to apprehend them intact. You want me to capture Dr. Jumba and experiment 626? But you can't just... That's my job! You had your chance, Captain Gantu. Now you will stand down and await orders. We will monitor the location of the monsters and keep you apprised. Thank you for your help, Aqua. Of course. Experiment 626 was carrying a wayfinder. I'd note that shape anywhere. Are Terra and Ven here too? Aber er wollte einfach einen Stern machen. Ernsthaft? Sterne gibt's doch. Hallo? Jeder weiß, ob ein Stern ist. Will niemand hier einen Anhänger in Form eines Sterns machen, oder wie? Was soll's? Hab ich nichts hier? Nein, Vita hab ich hochgeladen. Super. Ich glaube, ich kann mir hier neue Sachen kaufen. Ne? Vitra, hallo, na? Stimmt. Heilkons. Ja, ich hab Heil. Ich habe für Heilgegenstände, aber nicht für Dinge. Super. Da kauft man später neue Sachen. Wo ich kaufe ein paar Vita am besten. Ich nicht Zeit verschwende. Wenn ich doch nur etwas Geld hätte. Ja, Abschlusskommando. So. Geld kann ich offscreen sammeln. Also. Ich werde vielleicht Carlos Dingens benutzen. Ja, vielleicht gibt Mertia mehr Geld. Habe ich nicht gewusst. So, gehen wir erstmal zurück. Ich weiß gar nicht mehr, welches Gebiet man hier mit Aqua besuchen kann. Weiter habe ich jetzt nicht so im Kopf. Oh ne, gegen euch habe ich keine Lust zu kämpfen. Wow. Sagt er und prügelt auf ihn ein.
Dorf. Na, na, komm schon weg. Ja, nur gucken, ob da hinten überhaupt was ist. Warte mal, neue Multifokus-Kommando sehen. 30 Dinge, oh Gott. Deine lässt sich wahrscheinlich wieder aufnehmen, ne? Ja, super. Ich kann nichts gegen den jetzt machen, weil er unbesiegbar ist. Ich hasse es, wenn die in diesem Modus gehen. Das ist aber scheiße, ey. Das ist entweder Gegner, die sich unbesiegbar machen können nach der Zeit, oder Gegner, die... Ruhe, ja. Der Gegner, die einfach aus der Reichweite. Ja, da kann man auch hin. Ausgezeichnet. Ist mal da hin? Ich glaube ja. Verdammt, dann wäre ich doch erst links hingegangen am besten. Haben wir mit Ventus da eine Cutscene? Ich weiß es gar nicht. Jetzt außerhalb von dem Ding hier. Die sind alle unbesiegt. Wir müssten sogar hingehen, okay? Mit jetzt und drei Köpfen. Ich kann aufladen, okay. Das ist cool. Ein bisschen überpowered, der Teil, oder? Ich glaube, man kann hier mit Dauer angreifen. Mal kommt trifft. Macht irgendwie gar keinen Schaden, habe ich das Gefühl. Mit einem rechten Alopsik. Oh Gott, das ist genau wie verkorkste. Hallo? Jetzt muss ich hier mit, okay. Geht weg. Geht weg. Oh, bleib doch mal hier. Oh. Warum machen die Gegner es in diesem Spiel hier einen so schwer? Oh, bleib doch mal hier. Alter, warum gehst du nicht direkt auf ihn los? So. Gegner sind anstrengend in diesem Spiel. Den komischen Macken hier. Luftgrätsche halten. Ah, okay. Warten wir mit Ventus auch, ne? Natürlich wird das Bild von Terra angezeigt, weil er, glaube ich, als erstes diese Fähigkeit bekommt. Weil man mit ihm ja eigentlich anfangen muss, das Spiel zu spielen. Eigentlich. Warum finde ich das Ding überall? This must be the wayfinder that 626 was carrying around. Warum stolper ich andauernd über Sterne? Huh. Und da sind wir wieder. Bei hochgelevelt. Nein, gut. Nicht gut. Ach ja, muss schon sagen. Irgendwas war doch hier. Luftgrätsche. Am Anfang ist das noch relativ blöde. Finde ich, aber... Was soll's? Und zack. Auch schon dabei sind. Zack? Zack? He's a Psychomaniac. Zack. Zack. He's a Pyromaniac. Aua. Oh Gott. Die machen viel Aua. Alter, die greifen manchmal an. Die kommen einfach nur auf mich zu.
Aua, oh mein Gott. Na, kommen jetzt hier welche? Nein, okay. Aua. Ja, wohl wehgetan, ey. Oh nein. Geht's irgendwie komisch, mich so zu bewegen. So komisch aus. Vor allem, dass sie immer irgendwie Kraft in ihren Arm hat, den Ratschlag zu machen. Sich ein einziges Mal abrutscht oder so, ne? Da kann ich überhaupt dahin. Okay. Meine Befehle sagen, mach weiter. Es geht. Als nächstes kümmere dich bitte um die Monster im Zellkontrakt. Okay. Das ist jetzt hier, oder? Was? Sag mir nicht, dass auf der anderen Seite von diesem Gleitdingen. Hör auf, ich habe noch keine Karte. Was soll das? Ja, ewig hier. Aber ja, wir machen alles in einem Part. Jede Welt ein Part, mehr oder weniger, außer am Anfang. Das Finale natürlich. Wahrscheinlich so lange spielen, bis ich vorm Finale wieder bin. Ich will auf Level 40 hochleveln kann. Was glaube ich schon ein bisschen zu hoch ist, aber was soll's. Finalen Kämpfe sind nicht wirklich das, worauf ich weiß nicht. So eine Herausforderung irgendwie sehe. Mehr so die optionalen Bosse. Weil alle Fähigkeiten zu haben am Ende des Spiels. Oh. Was? Ach, glaub, ich weiß, was ich machen muss. Oh. Den blöden Teleporter in der Mitte des Raums benutzen, ne? Blöd, ich muss diese blöden Viecher hier vorher erledigen. Und zicke-zacke, 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 zicke-zacke. Warum treffe ich nur den da oben? Ich muss ja erst alle Gegner erledigen, bevor ich weiterkomme, ne? Bei blöden Viecher! So, hier muss ich jetzt hin, ne? Boah. So blöde. Scotty. Spucki oder wie immer. Geh mich rauf. Einfach so einen Teleporter reinstellt. Und sich denkt, also sie ist auch diejenige, die sich gedacht hat, ja, ich kämpfe jetzt gegen Titan und Gott. Ach, Mann. Ist ja gut, warte, warte, warte. So. Zufrieden. Oh, geil. Hm. Wow. Ist einfach nur da drauf tippen reicht nicht, ne? Reicht so machen. Ich glaube, wir sind ja schon gleich am Ende, ne? Ja, nicht sicher. Wir hatten schon zwei geskriptete Kämpfe, mehr oder weniger. Kann sein. Aber wir haben ein bisschen kurz, finde ich. Ach, das Gebiet gibt's ja auch noch. Da wird lustig. Hm? Look out! You must be experiment 626. I have orders to take you in. Sarah. What? I think you and I need to talk.
Ich glaube nicht, dass er so einen Sinn macht, hier sehr gesprächig zu sein. Noch ein kompletter Kampf, wo wir Unversierte bekämpfen. Boah. Okay, machen wir da. Siehe zusammen mit Experiment 626 die Unversehrten. Da ist das Maul. Der da hinten auch. Der auch. Und deinen Freunden auch. Das war ganz nicht sein, bestimmt. So. Boah, stimmt doch. Boah, er greift mich echt nie an, wenn... So. Was zum... Weiter die Waffen. Er hat auch weiter die Waffen. Ah, super. Der rollt jetzt auf dich volle Möhre los. Wirkt ja nicht automatisch auf mich. Vor allem so im Sinne... Ja, Stitch greift den an. Oder ich gehe auf mich los. Videospiel-Logik halt, ne? Na, war schon. Was? Ein bisschen wenig. Ich mehr gedacht. Cool. Thanks. I owe you. What is it you're looking for? Huh? Wait, I just need to ask you. Wie gesagt, er sieht nicht sehr gesprächig aus. Oder flüssig unserer Sprache. Oh, ich werde dein Experiment 626 have been sighted. At that time the two of them were wandering around the launch deck. Would you see that they're secured? Is Experiment 626 really that dangerous of a creature? We must assume so. All right then. I'll head over there now. Okay, bitte sag mir, dass der Raum direkt neben mir. Oder links neben mir. Also war hier. Na, haben wir jetzt irgendwas? Ja, Feuersturmlauf, Frost. Okay, Eisgrad kann ich auch noch. Mit Frost, okay, cool. Nee, da krieg ich schon wieder Magias. Nebenspende, Gletscherwirbel, okay. Sagt mir jetzt nichts. Aber Nebenspende ist nicht schlecht. Sowieso nicht genug. Achso, okay, gut. Ich habe gerade sowieso nicht ein Schlüsselschwert ausgerüstet, dass Magie mächtig ist. Also laufen wir mit mehr Nahkampfangriffen laufen. Ja, irgendwo ist hier eine Truhe bestimmt. Ne? Da. Du A. Du go. Okay. Schwerkraft, stelle dich aus. Ich glaube, in den einen Raum, wo wir gerade gekämpft haben, ist auch noch viel, aber das lassen wir jetzt mal, vielleicht auch viel einsammeln. Oh Gott. Ich verliere. Ah, da müssen wir wahrscheinlich abstellen, ne? Puff. So, da haben wir was. Oh, gut, so gut wie gar nichts an Reichweite, an Distanz zurücklegen mit dem Angriff. Ja, sag mal.
Prisma-Regen. Okay, gut. Das ist noch ein Multifokus-Ding. Wow. Regenbogenfarbige Kugel. Oh, geil. Da voll Aquas-Ding. So. Das ist ein Sticker. Oh. Gut. So. Wuppsala. Und wupp. Sala, sala. So, nix, ne? Muss mal die Scherkraft an, kann ja nichts passieren, ne? So, Buskampf. Nee, ich glaube nicht. Ich guck, da ist noch ein Raum dazwischen, ne? It's time to give up. Then I will fix abnormality. And ridiculous behavior stops. Not just that, man! Like I can't just Hold it right there. Dr. Jumba, experiment 626. I've been authorized to take you into custody. So it really does belong to you. But where have you seen that shape? His copy he made of good luck charm that boy Terra showed to him. Terra said friend gave him charm. Was very protective of it. He really said that to you? Yes. Then you're still all right, Terra. And now, because of Terra and his little bauble, my genius creation is hesitating in his genetically programmed destructive instincts. Just look at him. Huh? What are you doing? Our orders are to capture them alive. I've decided to take a new approach. All right, you two. Any last words before I blast you into a million pieces? Ja, doch, Bosskampf. I'm just Big Bone. What? Freeze! Lala Pituki. Stop it! Ich finde den Typen irgendwie cool. Ich weiß nicht wieso. I warn you, stay out of it. I guess we have to do this the hard way. Ich finde halt einfach nur geil, dass der Typ so groß ist. Der ist irgendwie wie ein Elefant und ein Wal. Da finde ich irgendwie, ist voll die krasse Kombination. Ah, boah. Okay, gehen wir hier hinter. So, jetzt sind die gerade hier aufgetaucht. Ja, was ist das? Oh Gott. Oh mein Gott. Boah. Keine Heilung doch. Kennt er so gut wie nichts aus. Was? Ist das und das? Oh nee, das wäre so geil, wenn ich damit erledigt hätte. Stattdessen mache ich dich mit Regenbogen fertig. So. Da habe ich oft gar nicht trainiert. Ich bin doch hier einmal Game Over gegangen. Hallo? Ich fühle mich gar nicht so stark. Aber die Bosse sind manchmal ein bisschen läppisch. Captain Oak, der war schwer bei Ventus. I'm not done with you yet. Enough. I observed everything on the monitor. I can explain. Ja. You've been of great service, Aqua. Thank you. Captain Gantu. Escort 626 to the asteroid to which he's been banished. When you return, you're back on patrol. Not patrol. Ich hab nur schwere Knochen. Please, Your Highness.
Would you consider sparing Experiment 626? Spare him? He's an extremely dangerous creature. I cannot release such a menace. But it seems to me he's at least trying to make friends. And dangerous or not, I really believe he can succeed. Very well, Aqua. If he behaves himself, I will consider shortening his exile. Thank you, ma'am. Oh. I like the charm you made. Do you think maybe my circle of friends could become part of yours? My name is Aqua. My friends are Terra and Ventus. Aqua. Ich dachte, Aqua würde ihm irgendwie noch so ihren eigenen Wegfinder zeigen, aber na gut, dann eben nicht. So, dann haben wir diese Welt auch abgeschlossen. Ist das nicht wunderschön? Können wir uns ja auf zur letzten Welt machen. Nee, zur vorletzten Welt. Aber letzte Welt vor dem Finale, mehr oder weniger. Und zwar, da sind Nimmerland. Cool, was? Gut. Würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. So, ich bleibe mich allerseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.